Hallo meine Freunde, ich zeige euch mal auf Wunsch einiger den Aufbau einer Gondel und des Gondelträgers vom Tourbooster. Das ist folgendermaßen, ich habe jetzt hier mal eines dieser Gondelkreuzer als Beispiel gebaut. Daran an der diese Sitzaufhängung mit dem Überschlag. Das ist ganz einfach. Ich habe den eigentlich auch noch mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Steckbuchse befestigt. Die habe ich aber jetzt abgemacht. Hier hinten da kann ich das so abnehmen. Dann zeige ich euch mal das Gondelkreuz. Das ist auch ganz einfach aufgebaut. Dazu habe ich genommen diese 7er Liftarme hier. Vier Stück. Und die habe ich dann jeweils mit einen von diesen Winkelsteinen, nicht zu verwechseln mit den Lampensteinen, die Winkelsteine genommen, die habe ich dann so festgemacht und dann so angesetzt. So. Und das auch bei dem nächsten hier. So. Und dann habe ich noch jeweils einen zweiten genommen von diesen Winkelsteinen, habe den jeweils so angesetzt, so. Um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, ich habe das immer so gemacht. Diese Winkelsteine so angesetzt, so. Dann das Ganze so auf eine 4x4 Platte. Und unter diese 4x4 Platte habe ich so einen 4x4 Rundstein, so einen großen. Und oben drauf, damit die nicht wegknicken, im extremsten Falle so zur Seite, ihr seht es ja, eine 4x4 Platte. Das Ganze hält dann. Dann habe ich genommen diese Dreier Liftarme, die flachen, so eingesetzt hinten mit diesem Kreuz- und Steckverbindern, Steckbuchsen, so. Das Ganze dann so angesetzt, damit die Dreierstange hier, die Dreierkreuzachse nicht so wackelt, wirklich ein stabil abrollen kann, habe ich das so gemacht. Und jetzt erstmal einen Aufbau von einem Sitz. Ist auch ganz einfach. Ich habe dazu die Figur runter. Ein Konstrukt gebaut aus diesen Liftarmen mit dem Ansatz oben. Zwei Stück davon. Dann habe ich diese Winkel genommen, auch die flachen, 3x3, so angesetzt, den da auch. Dann habe ich sowas hier. Dann habe ich genommen diese Winkellochbuchsen, zwei Stück. Die eine habe ich so angesetzt. Und dann die andere habe ich da drüber so angesetzt. Und da werde ich euch gleich erklären, wie das noch dann mit dieser weiteren Aufhängung ist. An der unteren habe ich so einen von diesen, ich werde mal einen rausholen. Solch eine Steckverbinder genommen mit dieser flachen, wo da Platten drauf gehen. Den habe ich unten eingefügt in die Winkellochbuchse. Und hier oben habe ich diese, es gibt diese Dreier-Kreuzachsen. Die haben auch diese flache Wulst oben drauf. Den habe ich hier oben eingesteckt. Dann das gegenüberliegende Teil mit dem Winkel und dem Liftarm so angesetzt.
Dann habe ich schon mal den Grundaufbau. Und ihr seht ja auch schon, es ist dieser Drehbar. Dann habe ich einen Weltraumstuhl genommen. Hier in dem Fall habe ich mal einen schwarzen. Eine Dreierplatte, 2x3. Diese, wie soll ich sagen, Schulterstücke oder wie die Teile heißen, auch aus dem Lego Space Classic Weltraumprogramm. In dem Fall hier in schwarz und dann so als Deko orangene Kegelstücke, die habe ich dann so drauf gesetzt. Das soll dann dieser Schulterbügel darstellen. So. Und das Ganze dann noch so drauf gedrückt hier. Platsch, jetzt ist die Frisur weg, ist egal, so. Und dann ist der Sitz fertig. Den dann hier eingefügt. Eine flache Buchse hinten drauf und dann ist der Sitz soweit okay. Soweit erstmal dieses Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen.